Salut du. Heute gehen wir an die Derniere der MUPA 2019. Warum gehen wir an die MUPA? Weil es auf der Plakette, die MUPA-Plakette drauf ist mit der Uhr hinten dran. Und das Motto vom Komitee ist einmalig zweimal drauf. Das heisst bis zuletzt. Das heisst bis zuletzt 72 Stunden bis um 4.00 Uhr. Und die MUPA-Uhr. Und jetzt gehen wir schauen. Komm mit. Jetzt sind wir im Eingangsbereich von MUPA. Wir haben ein Gästebuch gemacht und da tun wir uns jetzt auch verewigen. Wer bist du? Ich bin der Michel Wiederkehr. Super Sache. Jetzt sind wir an der MUPA, an dem Fasnachtsstand. Was ist das? Der Fasnachtsstand soll eigentlich im breiten Publikum von der MUPA zeigen, was Basel Fasnacht alles beinhaltet. Wir sind ja seit letztem Jahr UNESCO Weltkulturerbe und es ist wichtig, dass man dort den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick gibt, was Basel Fasnacht alles beinhaltet. Und du hast was für eine Position? Ich bin hier Auskunftsperson und zwar geht es darum, den interessierten Besucherinnen und Besuchern zu erklären, was Basel Fasnacht ist. Die Magic, die Fantasie von Farben, von den Klängen etc., das ein bisschen näher zu bringen. Super Sache. Das heisst, wenn du eine Frage hast, kommst du an die MUPA und suchst den Michel. Danke vielmals. Danke, merci. Und da habe ich etwas ganz Spannendes gesehen. Da oben siehst du den Produktionsschritt von der diesjährigen Fasnachtsplakette. Die Herausforderung von schönefasen.ch ist, dass wir das nächste Jahr auch mal live anschauen, beim Mike Müller. Salut du! Salut du! Wer bist du? Ich bin Jacqueline. Und was machst du da oben? Wir haben hier oben mit dem Verein Spardart Kunst und Kultur haben wir mit dem Salvi zusammen, mit dem Kopfverdärmli, Basler Fasnachtskultur auf 100 Quadratmeter. Und was sieht man hier alles und was kann man hier alles anschauen? Fasnachtsfiguren ausstellen. Hier wird die Lampe gemalt von der Ibe Santi Hans, vom Stamm und von der Junggarten. Und der Degen hat hier ein Bild draufgehängt. Und man sieht auch, wie Plaketten gemacht wird, wie ein Piccolo entsteht, was es alles für Teile braucht. Und ich bin so an der Bar zum Beispiel, dass jeder noch köstigen, etwas trinken und etwas essen. Gut. Und ich sorge für also, dass es wirklich gemütliche Teile. Das heisst, vielleicht gibt es ja hier sogar noch ein Gläschen Wissen. Sicher. Dankeschön. Sicher machen wir das. In der Zeit, in der ich jetzt ein Gläschen Wissen trinke, zum Abkühlen, kannst du noch ein bisschen fast nach vorne schauen. Cello, danke schön, gut, super. Du bist auch da oben? Ja, ja natürlich. Ja, am Stand Faselkultur auf 100 Quadratmeter müssen natürlich auch die Vorfasnacht vertreten sein. Also ich bin jetzt so ein bisschen Vertreter vom Kopflaternli von der neuen Vorfasnachtsveranstaltung in der offenen Kirche Elisabethen. Und ich bin jetzt hier mit Leuten schwätzen, animieren, aber natürlich auch Sachen am Stand erklären. Also ich mache nicht nur für mich Werbung. Das ist auch wichtig, dass die dich über Sachen fragen können, die nicht unbedingt mit der Vorfasnacht haben. Ja, logisch, weil die Vorfasnacht ist nicht verbunden mit der Fasnacht. Ohne Fasnacht gibt es keine Vorfasnacht. Und mittlerweile ist es auch so, ohne Vorfasnacht Fasnacht wäre die Fasnacht auch anders. Das ist ja so. Und wie wir natürlich können wissen, wir dürfen wahrscheinlich in den Hintergrund kommen, beim Kopflaternchen ein bisschen hinten dran schauen. Lass dich einfach bei uns überraschen. Salut Renato. Cello, mach's gut. Ja, danke schön. Es war eine lustige Sache hier oben. Es schmeckt ein bisschen nach Fasnacht. Das heisst, wenn du wirklich ein bisschen willst in die Fasnacht eintauchen willst, gehst du hier auf 100 Quadratmeter. Und jetzt noch etwas Kurioses. Es ist schon ein kurioses Gefühl, dass das die letzte MUPA war. Zusammen.